Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ich habe es endlich geschafft, meine Blauaris fertig zu machen. Und hier kommen die langsam zum Vorschau. Die blaue Farben und alles ist einfach wunderschön. Die zwei Vögel sind auch wunderschön. Und das Bild hat mega viel Spaß gemacht zu sticken. Und ich bin so stolz auf mich selber, dass ich das auch dieses Jahr geschafft habe. Das war ja mein Ziel für dieses Jahr, dieses Bild anzufangen und zu beenden. Und das habe ich geschafft. Und schauen die nicht traumhaft aus, die zwei. Einfach nur wunderschön. Das Bild hatte 20 Seiten und ich finde, man sieht auch nicht die Seitenübergänge. Also ich denke, ich habe das ganz gut hinbekommen, dass man da nichts sieht. Ja, wie schon gesagt, das Bild hatte 20 Seiten und hier sind noch ein paar weitere Daten. Ich habe ja damals ein Unboxing-Video dazu gemacht. Wir haben einen Gittergewebestoff Nummer 14. Die Perlen sind ja die Preciosa Glasperlen Nummer 10. Wir hatten 36 Farben. Es gab 250 mal 318 Stiche. Also wurden 79.500 Perlen verstickt. Das Bild sollte 46 mal 58 cm groß sein. Ich habe das mal nachgemessen. Also ich komme zu den Maßen 46,5 und 61,5. Also es ist ein bisschen größer geworden. Ist auch nicht schlimm. Ich habe auch das Bild gewogen und es wiegt 955 Gramm. Das ist schon ordentlich. Aber ich finde diese zwei Blauaras einfach nur wunderschön. Die Farben einfach nur mega toll. Und wie schon vorher erwähnt, ich finde, man sieht die Seitenübergänge überhaupt nicht. Also habe ich das gut hinbekommen. Ich habe auch nichts Besonderes gemacht. Ich habe auch nicht die Perlen doppelt gestickt an die Kanten, das habe ich nicht gemacht. Ich habe einfach einfädrig gestickt und ja, es hat funktioniert und auch, ja, dass man halt die Seitenübergänge nicht sieht, also richtig cool. Also, und ich bin so glücklich, es war ja mein Ziel, dass ich dieses Bild fertig bekomme dieses Jahr. Ich habe am 11.01.23 angefangen und bin am 5.12. damit fertig geworden. Ich muss auch dazu sagen, ich habe ungefähr, ja, das wären so, ja, was waren das? Ja, vielleicht 2-3 Monaten, wo ich überhaupt nicht Perlen gestickt habe, wo ich einfach Kreuzsticken und Diamond Painting und sonstiges gemacht habe. Aber ja, ich bin mega happy und so glücklich, dass ich mein, ja, Jahresziel, sage ich jetzt einmal im Anführungszeichen, geschafft habe. Und das war mein allererstes Perlenstickbild auf dieses Gewebestoff. Also auf dieses Gittergewebestoff. Aber mein zweites Perlenstickbild, weil ich habe ja den Leoparden da auf Vordruck gestickt. Und ich muss sagen, beide Varianten gefallen mir sehr, sehr gut. Jetzt auf Vordruck oder auf dieses Gittergewebe hat mega viel Spaß gemacht. Ich bin auch froh, dass ich das nächste Projekt auch gleich vorbereiten kann. Und ich habe mich auch entschieden, weil damals habe ich nicht gewusst, ob ich das mit der Katze als nächstes stick oder ob ich die Eule weiter sticke. Und ich habe mich für die grüne Eule entschieden. Also von einem Extreme zum nächsten, erst sehr viel Blau und jetzt wird sehr viel Grün drankommen. Aber da freue ich mich drauf.
Aber ich werde mir nicht das als Ziel setzen, nächstes Jahr fertig zu bekommen. Also ich werde das auf jeden Fall anfangen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dieses Jahr schon damit anfange oder erst im nächsten Jahr. Aber das Perlenstickbild an sich wird nicht mein Hauptprojekt sein. Mein Hauptprojekt wird nächstes Jahr auf jeden Fall mein Kreuzstickbild, die Grinsekatze sein, dass ich das auf jeden Fall nächstes Jahr fertig kriege. Ja, das wird jetzt ein kurzes Video. Ich wollte euch nur meine Blauaris zeigen, wie happy und wie glücklich ich bin, dass ich die zwei fertig bekommen habe und das Bild so wunderschön umgesetzt worden ist von der Alexandra Trocareva. Also echt, ich habe gar nichts daran zu meckern. Es ist einfach traumhaft. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören, Zuschauen und vielleicht bis zum nächsten Video und ciao!